Ah, das Essen war fürchterlich. Lasst uns gehen. Oh Manu, ich hab mich doch so angestrengt. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land hier auf Katze. Wir beginnen heute mit der Straße der Schätze. Feste drauf, Maskenhammerprüfung. Die Prüfung können wir jetzt endlich machen, weil wir jetzt diese neue Hammerfähigkeit besitzen. Boom! Geht ja schon mal richtig los. Und vor allem haben wir sehr, sehr viele Gegner auf dem Kampffeld. Vorsicht, Kirby! Uiuiui. Hier geht es ordentlich zur Sache. Nur nicht aufgeben, immer schön weiter Gas geben und feste drauf. Aber mal im Ernst, wer soll uns bitte noch stoppen? Niemand, zumindest nicht diese kleinen Türmchen. Oh, 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 oh. Na, kommt her, kommt her, kommt her. Boom! Einmal gewirbelt und alle umgehauen. Das gleiche wiederholen wir an dieser Stelle. Bitteschön, Freunde. Ja, die anderen kriegen nachträglich noch ein paar Hammerschläge von mir. Und dann heißt es wieder, den Hammer aufladen, wenn ich denn die Möglichkeit dazu bekomme. Ich werde hier allerdings fast schon eingekesselt. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gegner lassen sich nicht so leicht überrumpeln, wie ich dachte. Seehunde mit Bomben. Na, schön, dass ihr da seid. Aber ihr wurdet kurzerhand zerquetscht. Jetzt gibt es noch Schlangen und Donkey Kongs. Oh, ei, 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 nein! Hey, lass mich los, du fiese Schlange. Was sollte das? Na, die hat jetzt aber Ärger bereitet. Na gut, bleiben wir dran. Wir haben noch genug Energie, um dieses Match zu gewinnen. Aber wir haben nur noch 1,5 Minuten Zeit. Es wird vielleicht ein bisschen eng werden. Also dranbleiben. Dranbleiben lohnt sich. Oh, 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 die Schlange bewegt sich nicht. Das ist meine Chance, ihr den Rest zu geben. Wie viele kommen denn von den Gegnern? Das hört ja gar nicht mehr auf. So, das ist der letzte. Jetzt haben wir sie alle besiegt. Und jetzt kommt Bruno. Hallo, schön dich zu sehen. Und 4 Donkey Kongs. Och nee. Achtung, Achtung. Der ist ziemlich wütend. Hey, Moment mal, Kirby. Du schummelst ja. Du hast ja nicht nur einen Hammer, sondern gleich 2. Außerdem trägst du nicht mehr das lustige Fell, so wie ich es tue. Ja, das stimmt, Bruno. Ich bin leider aus der Mode. Ich trage jetzt was ganz Uncooles, nämlich eine Maske. Na du, ich sag mal so. So uncool ist die gar nicht. Oh, danke schön. Danke für das Kompliment. Letztendlich ist es mir egal, was du denkst, denn ich fühle mich wohl in meiner Kleidung. Und kann daher ganz stolz sagen, wir haben es in dem Fall geschafft. Seltener Stein in 2,5 Minuten. Und ich hätte eine Minute weniger brauchen müssen. Ah, yeah, ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich meine, letztendlich zählt ja nur, dass wir es geschafft haben. So, Figurensammlung müssen wir auch noch vervollständigen. Ich wollte hier rein. Denn in Originis Wüste fehlen uns noch ein paar Waddle Dees. Einer unter anderem im Ambelin Center. Besiege Wilder Bonkers mit der Spezialpower Boomerang. Und der Wilde Bonkers, der war doch in irgendeinem geheimen Raum, oder? Der war, glaube ich, nicht im normalen Bereich vom Ambelin Center. Da hat man irgendwo durch eine Tür gehen müssen. Habe ich das richtig im Kopf? Weil das war doch das Level mit den ganz vielen Verwandlungen. Mit den ganz vielen Vollstopferverwandlungen. Na gut, wir werden sehen. Hey, 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 meine Gegner. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr ständig die Bomben werft. Oh. Gute Nacht, Kirby. Ein kleines Nickerchen. Vielleicht kriegen wir hier ein besonderes Power-Up dazu. Nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit. Angriff plus Defensiv plus Tempo. Ja, wir kriegen Tempo. Wir können jetzt 200 Sekunden lang schneller laufen. Also diese Schlaffähigkeit lohnt sich, nachdem man sie einmal verbessert hat, auf jeden Fall. Und selbst wenn nicht, heilt sie zumindest die Kraftpunkte, sollte man geschwächt sein und sollte man in der Nähe keine Nahrungsmittel finden. Nicht wahr, Kirby? Uiuiuiui, einmal weggehauen. So, entschuldigt, Freunde, aber hier müssen wir einmal quer durch. Kegelstopfer, boom! Na, dieses kleine Häschen, wollte ich schon sagen. Dieses kleine Füchschen haben wir besiegt. Genauso wie dieser Haufen.
Das war eine ganze Rasselbande. Und zack. Einmal aktiviert, das Tor geht auf. Oder die ganze Wand wird gesprengt. Und wir können in den Mitarbeiterbereich. Ja, ja. Das ist das Schöne. Hier im Hintergrund sind wir im Mitarbeiterbereich. Erkennbar an den ganzen Regalen, an den Akten, an den Ordnern und viele mehr. So, eine Kapsel mit einer Überraschung, die wir womöglich schon haben. Also das eine oder andere kann man durchaus doppelt und dreifach einsammeln. Aber ist ja nicht wild. So, den Ring lasse ich mal gekonnt liegen, ihr habt's gesehen. Weil meine Aufgabe ja in dem Fall nur darin besteht, den wilden Bonkers mit Hilfe eines Bumerangs zu besiegen. Aber so langsam sollte ich auch mal einen Bumerang bekommen. Und den kriegen wir auch schon hier. Perfekt. Eingesaugt und ich besitze den Sägezahnbumerang. Ist ja die letzte Stufe. Die nicht nur stark, sondern auch unglaublich cool aussieht. Und da oben ist die Tür. Jetzt müssen wir nur noch am Schneemann vorbei und quer darüber. So, wilder Bock. Ja, da ist er. Da ist er. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Wow, einmal mit dem Sägezahnbumerang aufgeladen. Den Schuss auf den Bonkers und zack, gibt es ganz viel Schaden. Oh, der verliert gleich, der gute alte Bonkers. So, tut mir leid, Bonkers. Das ging ruckzuck, ich weiß. Und noch einmal besiegt. Und wir kriegen dafür, ihr habt es gesehen, rechts unten, einen Waddle Dee. Sehr schön. Jetzt können wir uns hier sogar noch Burger und Hot Dogs holen. Moment, Moment, Moment. Oh, ah nee, ich war nicht so langsam. Die Fähigkeit gibt es trotzdem nochmal für uns. Die Nägel werden reingehauen. Und dann holen wir uns in der Schatztruhe eine Blaupause rein, theoretisch. Da haben wir jetzt aber keinen zusätzlichen Text bekommen. Mit der Info, welche Blaupause das ist, weil ich diese bereits eingesammelt habe. Ich wurde vor kurzem von einer Person unter euch darauf hingewiesen, dass ich eine Blaupause mal vergessen habe, die aber offensichtlich war, an der ich direkt vorbeigelaufen bin. Wirklich direkt. Also keine, die versteckt war. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich die bereits eingesammelt habe. Aber ja, ich weiß, ich lese ja alle Kommentare und ich weiß, ich habe mittlerweile sogar schon eine andere vergessen, die mir sogar noch fehlt. Also da muss ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen langsamer laufen und vorsichtiger sein. Alleine in den verbotenen Lande gibt es eine in der Nähe von Tazandra. Das habe ich mir noch gemerkt, als ich das erste Mal durch das Level gelaufen bin. Werden wir also nochmal ganz genau anschauen. Schwubelobidibidip! Abschnitt abgeschlossen mit unserem Wildschwein-Kirby. Sehr gut gemacht. Und was kriegen wir als Überraschung? Riesen-Kabu. Haben wir schon gehabt? Daher kann es jetzt wohl weitergehen. Ah, hi! Zack, einer wird uns gut geschrieben. Alle Waddle-Dees gerettet. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Mondscheinstraße. Mondscheinkluft, entschuldigt. Finde den versteckten Schatz bei den Kaktusdrillingen. Oh ja, ja, ja. Das kommt relativ am Schluss des Levels. Ich erinnere mich. Okay, kriegen wir hin. Sollten wir hinkriegen. Soll ich mir so einen Maulwurf mitnehmen? Ich frage mich gerade, ob die wichtig waren für das Level. Es gibt doch den Abschnitt im Tunnel mit der Glühbirne. Und dann ist man nochmal im Außenbereich und dann fliegt man sogar noch, oder? War das nicht so? Also auch ein sehr, sehr schönes Level. Aber jetzt mal im Ernst, welches Level ist hier in Kirby und das vergessene Land nicht schön? Das ist wohl eher die Frage. Glühbirnenstopfer! Ich glaube, das erste Level, an das ich immer denken muss, wenn ich an Kirby und das vergessene Land denke, ist das erste Level in der zweiten Welt. Am Küstenstrand. Ich weiß nicht warum. Ich habe sofort diesen wunderschönen Strand im Kopf, das schöne Blau und ach, ich genieße es. Und natürlich das erste Level, wenn Kirby aufwacht am Strand und dann durch diese über Natur gewucherte Straße läuft mit den naturbewachsenen Häusern. Kann man das so sagen? Ihr wisst bestimmt, wovon ich spreche. Drei Münzen einsammeln und geradeaus. Milch für Babys. Kirby, du bist zwar kein Baby mehr, oder?
Aber, ja, Milch kann ja nicht schaden, um die Energie wieder aufzufüllen. Wobei ich glaube, Kirby braucht aktuell gar keine Energie. Der ist voll, der ist gut ausgestattet. Und hoch. Hier kommt nichts mehr. Da vorne, oh ja, ja, die Stahlträger, die zerstören doch, glaube ich, den Weg. So war das. Dann muss ich hier rüber. Nach links weiter springen. Geradeaus. Wow, die ganzen. Wow, alles wird zerstört. Okay. Dann aktivieren wir hier das Licht, die Lampe, wenn man so möchte. Und es geht zum Tor. Zur Tür mit drei hell leuchtenden Sternen. So, jetzt sind wir im Außenbereich. Hier gibt es genau diese wunderschöne Musik. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Okay. Hallo Bumerang-Kumpel. Dich leih ich mir mal aus. Um hier schnell voranzukommen. Jetzt klettern wir nach oben. Und da werden wir attackiert und analysiert. Bloß weg hier. Nur keine Müdigkeit vorschützen. So, jetzt sind wir hier bei dem Chaot. Aber der kann uns nicht das Wasser reichen. Ja, der sowieso nicht. Der ist von Typ Feuer. Der wird uns eher eine Fackel in die Hand drücken und sagen, Kirby, mach einen Fackellauf und zünde das olympische Feuer an. So oder so ähnlich könnten wir uns das zumindest vorstellen. So, jetzt fangen hier die ersten Kakteen an. Kann man hier schon irgendwas machen? Drillingskakteen. Ich kann hier nichts machen. Zumindest wüsste ich nicht, was. Okay, ich glaube, das ist nicht der richtige Ort. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Kaktus. Aber das ist kein Drillingskaktus. Also keine drei Kakteen, die hier stehen sollten. Das war irgendwo am Ende des Levels. Kann das sein? Okay, ich würde sagen, wir gleiten nun mit dem Bogenstopfer einmal quer durch die Mondsteinkluft. Und dann hoffe ich, dass wir am Ende wirklich noch die Kakteen finden. Denn wenn nicht, soll ich das Level wiederholen. Aber ich wüsste nicht, wo ich drei Kakteen gesehen haben sollte. Also drückt mir die Daumen. Ich bin mir gespannt. Ich meine, mittlerweile solltet ihr genauso weit wie ich sein. Oder ihr seid schon durch, das ist was anderes. Aber ihr müsstet in den ersten vier Welten alle Waddle Dees haben. Solltet ihr alle Geheimnisse entdeckt haben oder alternativ solltet ihr alle Videos verfolgt haben. Denn dann habt ihr ja gesehen, wo die ganzen Verstecke sind. Wow, manche Waddle Dees sind definitiv nicht einfach zu bekommen, wenn ich daran denke, dass ihr gewisse Endbosse innerhalb von 2 Minuten besiegen müsst. Oder ohne Power-Up. Oder ohne getroffen zu werden. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr das mit Sicherheit schaffen. So. Oh nein, kein Kaktus. Oder habe ich irgendetwas verpasst? Moment, Moment, vielleicht kommt hier noch was. Eine Kapsel, die ist aber nicht zwingend relevant für mich. Was haben wir? Oh, da hinten ist was, da hinten ist was. Moment. Das lasse ich mal links liegen. Ich hole mir die Eisfähigkeit und... Ja, ja, da hinten, da hinten. 3 Stück. Oh, 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 ja, ich habe es geschafft. Finde den versteckten Schatz bei den Kaktusdrillingen und ich bekomme sogar noch ein paar Münzen on top. Puh. Sehr schön. Ich hatte ja kurz die Befürchtung, dass ich doch etwas übersehen habe. Finde den versteckten Schatz bei den Kaktusdrillingen erledigt. Und was kriegen wir hier Schönes? Lightron OHG-Schild. Haben wir aber schon. Deswegen lese ich das nicht unbedingt nochmal vor. Ah, hi. Das war der letzte Waddle Dee in einem normalen Level in der Wüste. Aber hier in Originis Wüste fehlt es noch ein, vielleicht sogar 2 Waddle Dees beim Endboss. Bei Gürteltor. Wir machen jetzt aber mal etwas anderes und gehen ins Café. Ich bin die Aushilfe. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir suchen noch immer Aushilfskräfte für unser Café. Das beste und auch einzige in Waddle Dee Stadt. Ja, dann würde ich sagen, Solo-Job. Und hier spielen wir nun den rasanten Job. In dieser Schicht ist schon mehr los als in der Übungsschicht. Bediene so viele Kunden wie möglich. Ich bin gespannt.
So, meine Lieben, was wollt ihr denn kaufen? Was? Oh, ich habe jetzt eine Kuchen, eine Kirby-Auto-Torte oder so etwas. Okay, Maxi-Tomate. Ein Getränk. Und ja, ich sehe schon, die Leiste da oben, die grüne Leiste, die läuft schon etwas schneller als in der Übungsrunde. Aber bisher kein Problem. Ich glaube, das ist machbar. Ein normaler Trank, ein Kuchen. Was möchtest du? Einen großen, schönen Kuchen. Ja, ja, Kuchen ist schon lecker. Oh, Achtung, jetzt geht's los. Essenszeit! Hallo, meine liebe Rasselbande. Oh, wie schnell die Zeit jetzt läuft. Okay, okay. Ich darf nur keine Fehler machen. Dann ist das gar nicht so wild. Uah. Kuchen. Nein, 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 nein. Oh, jetzt habe ich aber Druck, jetzt habe ich aber Druck. Nein, Moment. So schnell konnte ich nicht auf die andere Seite. Oh, jetzt sind alle genervt und gehen nach Hause. Rasanter Job, nicht geschafft. Kirby, nicht aufgeben. Neuer Versuch. Wir probieren es gleich nochmal. Jetzt muss ich aber konzentrierter sein, ja? Also keine Fehler machen. Tomate. Eine weitere Tomate. Hier gibt es einen Trank. Das Auto, also Kuchenauto. Nochmal Kuchenauto. Bitteschön, bitteschön. Eine Maxi-Tomate. Hey, ich wollte was anderes. Ja, ich habe leider einen Fehler gemacht. Also wenn das jetzt schon so schnell geht, dann frage ich mich, wie das erst im dritten und letzten Job laufen wird. Da ist ja die Hölle los, oder? Okay, jetzt schnell, schnell Trank. Ja, ich muss halt schnell hin und her. Vor allem, wenn ich zwischen Trank und Kuchen wechseln muss, da verliere ich ein bisschen Zeit. So, Kuchen, Trank. Kuchen. Ah, schaut mal, man sieht schon im Hintergrund, was die anderen wollen. Da kann ich sogar ein bisschen früher agieren. Uah! Und Trank. Und nochmal, nein, Trank und Tomate und. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Aber ich hab's geschafft. Wow, insgesamt 28 Waddle Dees bedient. Cool. Und 18% Kundenzufriedenheit. Ja, wenn man das Spiel zu 100% durchspielen möchte, muss man auch den rasanten Job schaffen. Egal mit welchem Highscore, aber man muss den schaffen. 83 Münzen gab es dazu. Ich wechsle die Schwierigkeit. Und wir spielen jetzt wilder Job. Jetzt wird es richtig stressig. Denn wir haben im Sortiment noch einen Kirby Hamburger. Hier ein Hamburger für dich. Einen Trank. Hamburger. Nochmal Trank. Limonade oder was es sein soll. Vielleicht auch nur eine Flasche Wasser. Nochmal Limonade. Tomate. Okay, okay. Bisher läuft alles wie am Schnürchen. Aber ich bin gespannt, was passiert, wenn die Essenszeit beginnt. Ich glaube, dann ist hier die Hölle los. Okay, Kirby. Oh, oh, oh. Achtung, Achtung. Essenszeit. Oh, da ist die Rasselbande. Okay. Wow, wow, wow. Ich muss es 20 Sekunden aushalten. Und wie schnell die Leiste einfach läuft. Wie schnell. Wie... Ich habe ja gar keine Chance. Okay, Achtung. Ich muss meinen Fokus wirklich darauf setzen, dass ich schon vorher schaue, was die anderen wollen. Ich muss mir auch die Positionen der einzelnen Gerichte merken. Und dann ist es eigentlich kein Problem. Dann hat man eigentlich schon den Dreh raus. Also ganz einfach, Kuchen ist immer ganz links, der Burger immer ganz rechts. Der Trank immer rechts von der Maxi-Tomate. Erfordert ein bisschen Übung. Aber wie gesagt, bei der Essenszeit kann man schon sehen, was die anderen Waddle Dees wollen. Und wenn die Gerichte nicht zu weit voneinander entfernt sind, zum Beispiel der Wechsel zwischen Burger und Kuchen, so wie jetzt, dann müsste das hinhauen. Essenszeit! Achtung, Achtung, ich bin konzentriert. Und los geht's. Trank. Tomate. Tomate. Trank. Burger. Burger. Kuchen. Trank. Ja, ja, Kuchen, Burger, nochmal Burger, Trank, nochmal Trank, Kuchen und Maxi, boah, ich hab's geschafft. Aber ich hatte auch oft Glück, weil manchmal was hintereinander kam, ihr habt's gesehen. Also da spielt auch eine Menge Glück dazu, oder da rein.
31 bediente Waddle Dees und keine falsche Bestellung. Plus 31 in Folge und 22% Kundenzufriedenheit. Warum nur 22%? Warum nicht 100? Ich habe doch alle bedient. Ja gut, ein paar haben noch gewartet und dann war die Zeit um. Puh, aber das war cool. Das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Danke für die harte Arbeit, Kirby. Ich hoffe, du hilfst uns bald mal wieder. Wow, hey Kirby, darf ich dich kurz stören? Du hast uns in letzter Zeit oft unter die Arme gegriffen und dich sogar im wilden Job wacker geschlagen. Und, deshalb möchten wir dir diese besondere Figur hier überreichen und dir unseren tiefsten Dank aussprechen. Bereit? Also dann. Danke! Ja, lass mal sehen, was das für eine Überraschungsfigur ist. Bestimmt eine seltene. Oh ja, die kriegen wir nur hier. Kirby hat einen Nebenjob in Waddle Dee Café gefunden und arbeitet dort nun hinter dem Tresen. Als Angestellter muss er seinen Appetit jedoch zügeln, denn das Essen ist ausschließlich den zahlenden Kunden vorbehalten. Wird Kirby auch dieser Herausforderung gewachsen sein? Kirby als Servicekraft. Sehr, sehr cool und schöne Figur. Kriegt man wie gesagt nur dort. Meine Lieben, bleibt katztastisch!